Okay, Freunde. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Willkommen zu einem weiteren Draft-Video auf meinem Kanal. Ich glaube, ich muss gar nicht viel sagen. Wir wollen wieder einen 194-Rated Draft. Wenn alles perfekt läuft und wir 99er CR7 bekommen, 99er De Bruyne, 98er Pelé, dann vielleicht sogar ein 195er. Wir haben wieder heftige Karten. Zier ist am Start, Promis ist am Start. Man kann echt heftige Teams bauen. Zum anderen haben wir auch noch Hulk und so weiter und so fort. Also dieses Draft-Video wird es in sich haben. Und wir haben heute Abend ein neues Team of the Season am Start. Wenn ihr dazu einen Draft sehen wollt, dann lasst direkt mal ein Like da. Schaffen wir heute auf locker 4000 Likes, ja? Und schreibt mir in die Kommentare, welche Karte ist das hier im Hintergrund? Olympic Lyon? Wer ist der FIFA-Quiz-Boss von euch? Ab in die Kommentare, wer weiß Bescheid. Ich habe schon eine Vermutung, wer das sein könnte. Ja, Leute, so nicht. Ja, und wenn wir schon dabei sind, abonniert kostenlos den Kanal Road to 1 Mio. Ich will endlich mal diesen Play-Button da oben hängen haben. Das wäre nice. Ich laber wieder viel zu viel. Wir gehen rein ins erste Draft. So sah das letzte Draft aus, was wir im Video gebaut haben. Ronaldinho, Pelé, R9, Maradona, Messi und man sieht es oben, 193 rated. Ich glaube, ich hau heute nochmal eine Challenge rein und ich werde versuchen, hier heute ein Full-Icon-Team oder ein Full-Tots-Team zu bauen, ja? Das ist heute die Challenge. Und natürlich 194 rated. Das wollen wir sehen. Komm schon, wir wollen eine gute Formation für die Draft haben und I see the 3-5-2-1, welche wir natürlich ohne zu überlegen nehmen werden, denn damit habe ich meinen Rekorddraft aufgestellt. 194. Hadji als Captain. Ist unser Ziel. Das heißt, es fängt gut an. Viele Icons wollen wir heute bekommen, ja? Viele Icons und viele Tots-Spieler. Und bestensfalls haben wir am Ende ein Team mit nur Icon und Tots-Karten drin. Ja, das ist hier gerade nicht so nice. Ich glaube, ich nehme hier Cavani, denn von den anderen gibt es auf jeden Fall noch Full-Tots-Spieler. Und Cavani hat hier auch mit das höchste Rating zusammen mit Aguero. Und von Cavani gibt es noch keine Tots-Karte. Ah, der überlegende Wakes. Bro, Kylian hat Special-Karten, Suarez hat geilere Karten, Benzema hat eine geilere Karte. Was ist da los? Luis Suarez nehmen wir hier. Schwierig, schwierig, schwierig. Die haben auf einmal Bock auf Uruguayer bekommen. ZOM, Pelé oder so? Oh, EA gönnt, Bro. Bruno Fernandes gibt mir die Zunge, das heißt, ich nehme ihn. It's a prank. Wir sind kurz auf dem Prank Bros Kanal gewesen. Nee, wir nehmen natürlich Moment Zidane mit. Sehr, sehr wilde Karten bisher. Komm schon, so soll es weitergehen. Jawoll, Salvio. Ah, Salvio kriegt nicht viel Chemie, ne? Da brauchen wir noch einen Maradona oder so. Oder einen Zanetti da im rechten ZDM. Komm, wir pokern einfach. Ich nehme Salvio mit. Und dann kriegen wir hier 94er. Zanetti. Ah, schade. Vielleicht auf der anderen Seite, dann kann ich ihn auch nach rechts stellen. Wäre auch okay. Hauptsache, er kommt. Bro, please, Mann. Sergio Busquets, der freut sich auch gerade mit dem Keks, dass er jetzt auf die rechte Seite kommt. Nützt mir aber alles nichts. Drei Innenverteidiger. Eine 99er Karte ist drin, oder? Totti und Tots van Dijk. Wir wollen ihn haben. Piqué passt gut zu Busquets, also Perfect Link ist da. Beide Spanier, beide Barcelona, das ist schon mal gut für die Chemie. Und die haben auch beide ein gutes Rating, das heißt, das passt auf jeden Fall. Sergio Ramos jetzt noch hier. Bro, jetzt gibt er mir auf einmal so einen Triple Link da, ne? Habt ihr gesehen? Sehr wild. Und zu guter Letzt Mukiele, leider kein 99er Van Dijk. Uiuiuiuiui, das könnte auer werden, das könnte echt schmerzhaft werden. Das Draft hat so gut gestartet. 77er Keeper. Ich glaub's nicht, Bro. Ich glaub's nicht. Jetzt haben wir eine 91er Bewertung und 92er Chemie. Ich dachte safe, wir kommen nach der Startelf auf eine 92er oder 93er Bewertung. Aber nein, so ein Torwart kackt wieder komplett rein, ne? Ja, danke, Lehmann. Let's go, Bro. Den habe ich erwartet. Den habe ich aber auch schon vorher erwartet. Sag ich dir, wie es ist. Das Draft kann was werden. Oh, Garincha für... Oh, warte. Garincha? Ja doch, links haben wir eh schon jemanden. Das heißt, den knallen wir rein. Der gibt auch nochmal plus 5. Und damit haben wir schon mal die 100er Chemie. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch High-Rated Spieler. Darauf kommt es jetzt an, EA Sports. Ein Stürmer. Noch einen geileren Innenverteidiger. Irgendwie sowas. Douglas Costa wird jetzt mitgenommen. Zack. Wir brauchen jetzt aber High-Rated. Ein Stürmer, ein ZDM und noch einen Innenverteidiger. Ronaldinho Moments kriegen wir hier jetzt auch noch. Also dieses Draft entwickelt sich gerade sehr, sehr, sehr gut. Zack, rein mit ihm hier. Bam, der hat direkt einen Link zu Mukiele und so. Und wir haben die 192 geknackt. Weiter geht's. Jetzt. Nein, Bro. Was soll ich denn mit Suso? Ich kann nichts mit dem anfangen. Gib mir bitte den Stürmer. Boah, Philippe Andersen. Könnte ich sogar spielen, wenn wir jetzt noch einen Van Dijk bekommen. Also den könnte ich sogar reinstellen. Müssen wir mal gucken, wie wir das im Endeffekt machen. Ja, soll ich Kylian mitnehmen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die 99er Karte oder die 98er kriegen wir von ihm jetzt nicht mehr.
Das heißt, wir nehmen ihn mal, ich sortiere mal ganz schnell, ja? Auch nach dem Sortieren sind wir noch auf einer 92er Bewertung. Das heißt, es geht noch nicht hoch und es geht nicht runter. Stürmer fehlen halt, ne? Stürmer fehlen halt irgendwie absolut. Bro, wir kriegen alle Flügelspieler. Rashford, Philippe Anderson, alles. Aber keine Stürmer und kein Innenverteidiger mehr, oder was? Oioioioioi, Delle Elle. Boah, auf einmal mich Schluck aufbekommen. Hummels! Bro! Okay, I check schon, was hier abgeht. Warte mal, 93, das wäre wild. Jetzt zum Abschluss hier noch dieses Drop zum 193er hochbauen. Wäre sehr, sehr, sehr wild. Würde ich fühlen, die letzte Karte entscheidet und hier kriegen wir nochmal einen Innenverteidiger, ne? Hier könnten wir jetzt echt nochmal einen Innenverteidiger bekommen, saftigen, für Ramos. Mal gucken. Es wird, leider nur Robertson und ich denke, der droppt uns wieder auf 92. Komm schon, Robertson, mach kein Auge, Bro, mach kein Auge, nein, bis zum letzten Spieler hatten wir doch einen 193er. Lass mal gucken, ob da noch was geht, wenn wir irgendwie Rashford oder so einbauen oder Philippe Anderson, aber ich glaube, dann kommen wir nicht auf Full Chemie, ne? Ne, Jungs, das nützt alles nichts, wir waren bis zum letzten Spieler auf einer 93er Bewertung, unglaublich. Zum Abschluss wird es hier leider nur, weil wir da nicht mehr einen nicen Zocker bekommen haben, ein 192er mit Garincha, mit Zidane und mit Hummels in der Topspielerauswahl. Leute, ich muss mich jetzt hier schon mit Coins einkaufen, weil ich keine FIFA-Points mehr habe und es gerade nicht einsehe, nochmal Points aufzuladen. 4-1-2-1-2 Bright. Lange nicht genommen. Doch, das ist eigentlich sogar eine gute Formation für einen Draft. Ich meine es ernst, das hat alle Positionen, die man braucht, wie ZOMs für Zidane, wie Stürmer für R9, wie ZDMs für Zanetti, Kanté, Totti und Co., was man da alles bekommen kann. Aber wie des Öfteren hat die Formation einfach keinen Bock mehr, solche Spieler zu geben. Bergkamp ist da, Rui Costa ist da, aber die anderen beiden fühle ich nicht. Und den fühle ich besonders nicht. 76 rated. Komm schon, dafür jetzt ein Totti Kanté, oder? Nee, aber der Zanetti ist da. Das ist die Hauptsache. Junge, 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 Junge. Was bekommen wir hier denn heute alles? Erkin ist da. Nee, die goldenen Karten nehme ich auf jeden Fall nicht. Da brauche ich die Tod-Spieler, damit wir hier in die richtige Richtung gehen. Quadrado oder Hakimi? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, Bundesligaspieler zu bekommen ist wahrscheinlicher. Deswegen würde ich schon eher auf Hakimi setzen als auf Quadrado. Denn Hakimi. Jetzt Hummels. Hummels wird kostbar kommen. 96er Hummels. No way, dann kriege ich doch einen Serie A-Spieler, den ich aber am Ende eh wieder raustun muss, weil das nur ein Totti-Nomini ist. Godin jetzt auch noch. Bro, ich hätte auf jeden Fall Quadrado nehmen sollen. Aber das weiß man ja nie vorher, ne? Das weiß man ja nie vorher. Ich werde jetzt hier mit Neuer gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich noch hoffe, dass hier Bundesliga-Verteidiger kommen. Okay, Kavach, ich bin gerade voll verwirrt, ihr merkt das, ja? Weil da gerade nicht so das passiert ist, was ich gehofft habe. Garincha, so nicht anders. So habe ich das von Anfang an erwartet. Und nicht irgendwie ein 76er-Spieler da für die Seite. Was soll ich denn damit, Bro? Da ist die nächste Icon. Auch sehr wild, auch sehr nice. Und die nehme ich mit. Die nehme ich mit über die anderen Jungs. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die gibt nämlich auch nochmal plus 9. Und damit haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Icons. Und es läuft in die richtige Richtung. Wenn ich will sogar 6 Icons. Ne? Und dann hätten wir nochmal mehr Chemie. Ich mache es jetzt erstmal. Hakimi kann so lange raus, bis wir wissen, ob wir den einbauen oder nicht. Full Icon Drop. Gib ihm. No, Lukas Perez. Full Icon slash Tots mit Full Chemie. Das wäre top of the top, Mann. Das würde ich mir wünschen zu schaffen. Bernardo Silva. Ja, das ist halt wieder das, was ich meinte, ne? Da kommen dann auch mal Karten, die kann man einfach absolut nicht gebrauchen. Ich dachte, ich bin mit Zidane gut dabei. Gönn mir halt den R9. Gönn ihn mir halt. Ich schneide mir gleich die R9-Frise, wenn es so weitergeht. Real Talk, ich habe gleich eine neue Frisur. Also wenn das Draft jetzt nicht gleich mal chillt, die sind noch eine 92er Bewertung und eine 95er Chemie. Mit Erkin da drin, noch drin und Neuer, der komplett ohne Chemie am Start ist. Das wird nice. Das wird nice, Jungs. Salvio, Neymar. Neymar hat momentan noch nicht den Tots, den hat er erst heute Abend, sehr wahrscheinlich. Das heißt, Neymar kann man ganz entspannt mitnehmen. Genauso wie es mit Mbappé der Fall ist. Der hat seinen Tots auch noch nicht. Da kann man auch ganz entspannt Mbappé mitnehmen. Boah, Jungs, ich komme gerade nicht drauf klar, was hier passiert, ne? Komme gerade echt noch nicht ganz so drauf klar, was hier passiert. Nein, die Silberkarte, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich ganz vergessen, dass der Glatzkopf noch kommen soll. Oder dass der noch kommen wird, besser gesagt. Die letzten drei Spieler. Komm, ich suche jetzt mal den Torwart. Wir wollen erstmal wissen, wer der Torwart wird. Habe ich hier irgendwas? Ich habe hier gar nichts. Gar nichts, was ich
Ach du Scheiße. Das kann jetzt komplett in die Hose gehen, ne? Das kann jetzt komplett in die Hose gehen mit dem Torwart. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn wir am Ende deswegen nicht auf Full Chemie kommen, ne, weil ich Manuel Neuer hab, dann heul ich. Dann heul ich Real Talk und ich glaube, es wird so sein. Das wird so sein, Real Talk. Jungs, seht ihr noch irgendwas, was ich ändern kann? Ich habe jetzt alles Tots und Icon-Spieler, außer mein Keeper. Das ist Manuel Neuer. Vielleicht kann ich ja hier irgendjemanden für Manuel Neuer reinklatschen, der mehr bringt. Nee, auch nicht. No way, wegen einem Spieler verhauen wir jetzt die Challenge, oder was? Ich kann locker auch noch die Bank sortieren, dann sind wir auf 92. Oh no! Wegen Neuer! Ey, das ist doch unfassbar, oder? Jungs, Real Talk, das sah doch so nice aus, dieses Draft. Am Ende kam noch R9 und dann kriegt man wieder solche Manager. Wieder solche Manager, die haben nichts bringen, kein Serie A, ein Calcio B. Junge, ich raste hier noch irgendwann mal aus, Mann. Irgendwann raste hier noch mal aus. Guckt euch diese Übersicht an. Nö, Cut. Ey, da muss man schon Geschütze ausfahren und muss sich hier schon mit Coins einkaufen, weil die nicht gönnen, ne? Weil die einfach nicht gönnen, Mann. Das ist doch eine Sache, die fühle ich absolut null, du. Egal, hier, die Formation nehmen wir. Das sieht doch super aus. Was ist das, ein 4-3-3-2 oder so, auch noch nie genommen bisher. Aber wir fangen an mit dem Captain, der eine Moments-Karte ist. Und dann geht es mit der Moments-Karte weiter. Dann nehme ich mal Owen. Obwohl, wenn wir rechts Messi bekommen, können wir auch Crespo nehmen. Engländer gibt es eh nicht so viele. Wir nehmen mal den Argentinier mit. Vielleicht kriegen wir echt einen Totti Messi oder Tots Messi. Dann läuft das doch in die richtige Richtung. Ocampos hätte jetzt auch einen Grünling, ne? Aber Messi ist da nochmal ein Stückchen besser, weil er ein höheres Rating hat. Das heißt, Messi wird genommen. So, hier gehen wir, glaube ich, mit dem Tots von Juve. Warum? Weil es ein Tots ist und weil ich Bock auf Tots-Spiele habe. Ach, dann hätte ich da oben jetzt eben rechts auch Ocampos nehmen müssen, ne? Egal, Messi ist erstmal okay. Messi ist okay, Messi zählt als Tots. Der ist auch als goldene Karte so gut wie ein Tots. Spaß, Leute. Natürlich mache ich hier ein bisschen Flunkereien. Da ist die Icon, die wir gebraucht haben. Die Challenge gilt, Jungs. Die Challenge geht. Full Chemie. Full Icon, Full Tots. Ja, das ist mal wieder nicht Full Icon, Full Tots. Das ist aber Jordi Alba. Let's go. Rein mit dem, Bro. Rein mit Maguire. Man beachte, mit diesem Maguire habe ich einen 194 Rated Draft gebaut. Bro! Ich habe eine 99er Karte bekommen. Die seltenste Karte, Bro. Van Dijk Totti. Unglaublich. Unglaublich. Und der macht einen Riesenunterschied. Vertraut mir, dieser Van Dijk macht einen Riesenunterschied. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt nicht der 89er Alisson, sondern der Tots Alisson oder Totti Alisson geworden. Ja, dann wäre hier zappenduster, du. Das sage ich euch. Adama Traoré hat keinen Bock, als Tots zu kommen. Er hat eine Tots-Karte, aber er hat einfach keinen Bock. EA hat keinen Bock, dass jemand ihn im Draft spielt. EA hat einfach keinen Bock. Ich weiß nicht, warum EA nicht gönnt. Jeder will Spieler testen. Aber nein, EA hat keinen Bock. Wer will jetzt noch den 92er, den 83er Adama spielen? Niemand. Wirklich niemand, ey. Niemand. Wirklich niemand. Ich sag's euch. Niemand will den zocken. So, warum gibt der Plus? Weiß ich nicht. Aber egal. Ich mache ihn dann rein, wenn er Plus gibt. Ist mir auch egal. Hauptsache Plus. Owen als ZDM. Man kennt ihn. Zack. Hier haben wir noch Ocampos, Neymar. Bam. Neymar auf die Bank. Fürs Rating, Jungs. Mir fehlt ein ZM, fällt mir gerade auf. Havertz. Ist kein ZM, den ich gebrauchen kann, sondern Vieri ist ein ZM, den ich gebrauchen kann. Rein mit dem, Bro. Spaß. Ah, ich kann es nicht verstehen. Ne? Hier wieder Non-Rare drin. Mein Gott. Der Non-Rare versaut gerade alles. Geht doch! Geht doch, geht doch, geht doch! Boom. Minus und... Ihr checkt auch langsam, was hier geht. Ne? Maguire noch raus. Hier noch einen sehr nicen Spieler hin. Und dann, ja, dann I like that, kann man dazu sagen. Douglas Costa... okay, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wie wir es machen, ne? Ich glaube, ich probiere es. Ich nehme Acerbi mit und versuche irgendwie mit Acerbi auf Full Chemie am Ende zu kommen. Wir klatschen ihn erstmal rein. Wir haben im Hinterkopf, dass wir noch Maguire auf der Bank haben, der uns Chemie gibt, okay? Und wir haben noch zwei Spieler übrig. Das heißt, hier kann ja auch noch was kommen. Wie ein Semedo oder wie ein Vertonghen. Vertonghen ist nice. Vertonghen kommt sehr gut. Sehr gelegen kommt der. Plus 6, ja. Und dann zu guter Letzt nochmal ein Keeper. Okay, Jungs, ich habe wieder chemietechnisch das rausgeholt, was ging. Davor hatten wir hier noch eine Icon und da noch einen Tots. Ey, das ist heute unglaublich, ne? Ich will, dass die EA endlich wieder diese
SBC-Karten und so reintut. So sind Drafts unmöglich zu bauen. Ihr habt wieder irgendwas verändert, selbst mit 99er Van Dijk. Leute, wenn ihr wollt, dass ich zum League Orthods nochmal einen Draft baue, aber ein richtig gutes Bau, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns. Ich bin raus. Peace out.